Hallo. Hi. Okay, wir sind wieder, we are back. Euch ist es wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil wir zum Glück rechtzeitig nachproduzieren. Ja, das ist das, ich glaube, das ist nicht das erste Mal. Ich glaube aber schon ziemlich mit das allererste Mal in der Weltgeschichte, dass Let's Plays so produziert werden, dass die Leute nicht ein halbes Jahr warten müssen, weil die Firma, die das produziert, ja, ja, umzieht. Manchmal nur passiert. So gesagt, ja. Schön, wieder im Büro zu sein. Sehr schön, endlich wieder richtig arbeiten zu können. Und an der Stelle kann man auch gleich mal sagen, herzlichen Dank für die Kommentare. Es gab nämlich wieder ein, zwei sehr hilfreiche, auch einen sehr schön unter der Folge 7, die jetzt gerade aktuell rausgekommen ist. Da sind also zwei noch offen, die dazwischen sind. Wenn ihr da irgendwas Schönes geschrieben habt. Ich habe was gelernt, Lizenzen und so. Super. Erstens das, genau, Lizenzen. Und zwar, wenn wir uns Lizenzen kaufen, dann bedeutet die Zahl, die neben den Lizenzen steht, nicht, wie viele Spiele schon auf dem Markt sind, sondern wie viele Spiele wir mit dieser Lizenz produzieren können. Das schon mal nicht schlecht. Das war... Wäre auch, naja. Ja, das ist eine Sache. Und die andere Sache ist, das war auch sehr gut. Wir sollten tatsächlich immer mehr darauf achten, wo die Leute gut geskillt sind. Mit welcher Qualifikation. Weil das hat wohl sehr, sehr viel damit zu tun, wie quasi. Hätte man schon mal vorher sagen können. Ja, man hätte sich auch mal so richtig damit beschäftigen können. Ach, komm. Ich hab das nie so richtig gemacht, weil das auch immer ohne funktioniert hat. Einer von uns, ja. Das ist einer von uns, der muss noch mal ein bisschen ausgepeitscht werden, weil das geht so nicht. Das zum einen. Und es gab auch noch eine sehr schöne Liebestagebuch. Oh, das fand ich auch. Da war ich ja beeindruckt. Da musste ich so, nee, da musste ich sehr lachen. Das könnt ihr euch in Folge 7 nochmal durchlesen. So, unsere erste Forschmann-Konsole ist ein Tag der offenen Tür sozusagen. Ein Tag der offenen Tür war da. Fand ich sehr gut. Ich lass mal hier so ganz separat schon mal ein bisschen laufen. Genau, wir müssen ein bisschen ein Auge behalten. UFO. UFO müssen wir natürlich, also ja, klar, von unseren Spielen mal ganz abgesehen, aber was ja besonders ist, ist ja tatsächlich, dass unsere Forsch-S raus ist. Ne? Das ist eine schöne Nummer. Eigentlich ist ja das Forsch Entertainment System, muss man ja sagen. Und mit einer halben Million, 0,3% Marktanteil. Was ist denn eigentlich mit Zombie Sports Rugby? Können wir da nochmal irgendwie was machen? Ich glaube nicht so viel. Also sowas wie... Wir gucken mal, was wir noch so da haben. Ja, ist schon noch. Das ist schon, ich glaube, das war ja auch das Remake. Ja, so gut. Und dafür hat es sich aber ziemlich gut verkauft. Mhm. Also, naja. Also ich sag mal so. Also ich weiß nicht, ob wir noch die Dings da... Aber guck mal, Zombiesports ist die eine Sache. Es ist verrückt, dass wir mit so einer kleinen Konsole noch so viel Spiele... UFES. So viel Spiele umsetzen. Wie? Mit was? Hä? Das ist doch für das UFO, FES, ist doch für unsere Forsch-S. War das exklusiv? Ja, ne? Muss ja vom Namen her. Ja, das kann sein. Aber guck mal, wir haben eine halbe Million. Oh Gott. Nee, oh noch Gott, nicht. Oh Gott, da noch warten wir noch kurz mit. Wir sollten auch mal... ach so, wird schon gemacht. Werbung für die Konsole. Dann lassen wir den auch noch kurz durchlaufen. Dann müssen wir das Spiel nämlich mal bewerben. Mhm, und das läuft ja hier auch noch. Mal ganz kurz gucken. Okay. Und wir sollten dringend auch ein nächstes Spiel angehen. Genau, sobald das fertig ist, sollten wir ein neues Spiel angehen. Wir können ja für Zombie Sports vielleicht nochmal ein Update produzieren, aber ja, ich weiß nicht, ob das eventuell nicht einfach schon wieder egal ist, weil... Nicht komm, alles. Nicht alles? Ist doch Quatsch. Was willst du nicht machen? Ist egal. Sicherheitsupdates kannst du rausnehmen. Kostet nur 10.000 extra. Dann aber Sicherheitsupdates sind sicher. Ist egal. Das ist okay, es reicht so. Komm, neue Storyline und das kriegen sie nicht. Können sie das Spiel einfach nochmal... Ist ja auch nur ein Golfding. Was soll ich sagen? Ein Goldding. So, mal das auch sehr gut gestartet. Ja, da können wir jetzt ein Update für machen, theoretisch. Da können wir gleich ein Update für machen. Wir müssen auch mit den Engines immer nochmal ein bisschen aufpassen. Ja. Dass wir da dabei bleiben, da muss ich mir mal ganz kurz einen Überblick verschaffen, was denn da jetzt überhaupt Stand der Sache. Guck mal, hier können wir nämlich mal die Super Plus Extra, könnte man mal updaten. Hast du bestimmt schon Super Plus Extra Plus? Super Plus Extra Plus. Das ist ja so Benzin war das. Na, ja, aber ne? SPX2 einfach. SPX2, so? Ja. Aber so, eigentlich müsste es einfach SPX, also wirklich. Ach so, du meinst das SPX 2. Oder römisch 2. Aber dann steht da SPXI. Ist doch gut. So? Ja, finde ich gut. So, machen wir so. Ja. Für was war die überhaupt? Das ist doch egal. Adventure. Preis. Vielleicht sollten wir hier mal ein bisschen runtergehen. Das habe ich auch in den Kommentaren gelesen, das ist irgendwie genau. Vielleicht schlauer ist mal auf 15 zu gehen dafür, weil wir kaufen die ja kaum. Ja, und stimmt. Dann gehen wir aber hier mal einfach auf 10.000. Okay, ja gut, das ist uns egal. Features musst du natürlich noch upgraden. Habe ich schon. Hast du gemacht. Hab ich schon gemacht. So. Ja. Angriff der Meereslebewesen. Ich hoffe, das wird ein neues Franchise. Ich hoffe, das wird sehr gut laufen. Ja. Ich streiche es mal runter von der Liste. Ja, das kannst du schon mal machen. Ich weiß gar nicht, es gab, glaube ich, noch mehr Namensvorschläge. Die haben wir jetzt nicht aufgeschrieben. Ja, so ein, zwei. Also wir sollten als großes Finale, als letztes Spiel, das wir entwickeln, wurde angeboten, dass wir doch einfach Mad Games Tycoon entwickeln. Was ich ganz lustig fand. Das ist verrückt. Ein Stück weit. So, haben wir nochmal einen Blick auf UFO.
da ja. würde ich das Ich sag nicht doch, wenn UFO noch ein Update kriegt und nochmal nachproduziert wird, was, dann ist das schon gut. Ja gut, dann machen wir mal direkt mal ein Update. Machen wir alles hier in dem Fall, ne? Ah, na klar. 120. Ich meine, da werden wir keinen Gewinn mit einfahren, weil das kommt für eine Konsole, wo es nur 600.000 auf der gesamten Welt gibt. Muss man an der Stelle auch immer noch mal sagen. So, hier wird der Sound gerade noch verbessert. Mehr als ein Pippin. Da, so. Also. In your face, Pippin. Ah, das war traurig. Ja, wissen wir, was das Pippin ist? Der kann man in unsere tolle YouTube-Library nachgucken. Wir haben ein tolles Video zu Pippin gemacht, wenn nicht sogar drei Videos. Ich würde auch übrigens sagen, dass wir in dieser Session auf jeden Fall umziehen sollten nochmal. Guck mal, da geht's doch schon los. Super plus extra. Ja, weiß er nicht, dass gerade schon... Na, ist gerade ein Update rausgekommen, Impfcom. Na, noch nicht. Sitzt noch dran. Ja, also ja, der hat die alte quasi lizenziert, der Idiot. So, Quizwolf ist raus. Oha. Da haben wir nicht... Wir haben jetzt schon ein paar Spiele draußen. Was war die Verkaufswahl jetzt nicht so viel, ne? Machen wir mal. Aber UFO könnten wir nach dem Update auf jeden Fall nochmal jetzt nachproduzieren, weil ich glaube, das geht gleich nochmal richtig los. Ja, wenn wir mit dem Preis nochmal ein bisschen runtergehen vielleicht. Ja, aber ich produziere erstmal nach. Okay. Update abwarten und was dann den Preis runtergehen. Achso, das ist auch das Falsche. Oh, das sollten wir auch übrigens sagen. Quizwolf. UFO. UFO, wie viel? 25. 25. Ja. Ich mach das einfach jetzt und ich frage auch nicht mehr. Das ist doch gut. Das ist ja auch toll. Dafür haben wir diese Gewaltenteilung hier. Okay, also, Legend of Kreuzberg, tatsächlich Kreuzburg, ist immer wieder derselbe Kram, ist tatsächlich ein gutes Ding geworden. Da müssen wir dranbleiben, dass wir da das vielleicht ist den zweiten Nachfolger, Teil... Ja. Und der dann für aber alle Plattformen einfach, oder? Oder sind wir so Nintendo-artig? Naja, es ist ja eigentlich nicht blöd zu sagen, wir promoten in erster Linie unsere eigene Konsole. Genau. Quizwolf könnte man nochmal mehr als 10.000 eigentlich nach. Ich glaube, wieso sind wir denn überhaupt auf 200.000 zum Du hast Sport das gemacht. Hab ich? Ja. Ach so, weil wir 1,36 Millionen verkauft haben. Ja, das ist aber auch eine gute Idee gewesen von mir, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil da machen wir jetzt nochmal ein Update. Was? Nochmal? Haben wir nicht? Ja, eins machen wir da noch. Okay. Da kenne ich nichts. Und Quizwolf können wir aber, glaube ich, nochmal 25. Ja, komm. Dann haben wir da erstmal keine Probleme mit. So, wie sieht's denn hier aus? Auch dort könnte man noch ein Update machen, ne, für Quizwolf. Theoretisch. Haben wir das nicht gerade? Haben wir noch nicht gerade Quizwolf geupdatet? Ach nee. Da könnte man noch eins hinterher schieben. Könnte man noch eins hinterher schieben. Oder einen Preis senken. Könnten wir beides vielleicht auch einfach? Ja, mach beides. Aber ich finde beides gut. Vielleicht aber trotzdem... Du hast doch gesagt, wir sollten mehr Persönliches reinbringen. Und ich finde, wir sollten den Preis senken, einfach aus persönlicher Sicht. Dass wir billiger werden? Du Pimmel. Gibt es ein R-Rating bei YouTube? Ja, bestimmt. Ja, aber das haben wir jetzt so elegant. Meinst du, da sitzt einer und... Ah, ich habe das gehört. Hat da einer Pimmel gesagt? Die Hüpf und Lauf muss geupdatet werden. Hüpf und Lauf weg. Hüpf und Lauf finde ich auch schön. Ist eigentlich besser. Ja. Hüt um Luf. Hüp und Luf. Ja, 2. Na, das kommt einfach auch mal ein bisschen. Gut. Das ist ein bisschen was Privates. Ist freakig, aber ist schön. Ist freakig, dass die Leute. So, wir hatten hier 25%, ist ein bisschen viel. Ich gehe mal hier runter auf 20. Und dann probieren wir es einfach jetzt mal konsequent mit den 10.000. Das kann schon passieren. So. Das wird passieren. Okay, Research. Da passiert gerade gar nichts. Da sollten wir mal Features erforschen. Oh, Musik in Nachtbett, sehr gut. Das ist schon mal ein Anfang. Du hast ein bisschen einen Blick hier drauf, weil ich... Ich glaube, alleine kann man dieses Spiel nicht spielen. Man braucht tatsächlich jemanden, der immer aufpasst. Ja, also UFO läuft gut. Also und die Konsole läuft auch gut. Mach mal, du wolltest doch eine Marketingkampagne für Angriff der Meeresliebewesen machen. Richtig, das müssen wir nämlich dringend machen. Angriff der Meeresliebewesen, so, dann machen wir wiederholen, beende Wiss und dann gehen wir mal auf eine 50. Ja. Gut, haben wir mal richtig. Ja, ja. War das exklusiv? Nee, ist gut, wir machen das. Wir werden jetzt einfach immer Angriff machen und Geld rein. Solange ja, ich meine, wir haben gerade über 30 Millionen, ich bitte dich. Ja. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir verantwortungsvoll. Gibt es eine nette, wer sich so für so eine Dokumentation über Hightech-Unternehmen interessiert? Es gibt so ein tolles, das heißt, glaube ich, Silicon Cowboys, eine Dokumentation über Compaq. Über Compaq? Compaq. Ja. Die, was ist das? War das ein Verlag? Compaq? Nee, ein Compaq haben Computer entwickelt. Den ersten erfolgreich tragbaren IBM-Klon, der kein Klon war, sondern reverse-engineerter Computer. Sehr spannend. Alles, die haben alles gespeichert. Reverse-engineert ist ja auch nur eine schöne Umschreibung für Clowns. Nee, aber halt nicht. War wirklich so, dass der Chefentwickler, der eigentlich das Ding schreiben sollte, hat sich das Manual von IBM besorgt. Da stand der Code drin und dann hat der Anwalt zu ihm gesagt, du darfst es nicht schreiben, du musst jetzt einen anderen besorgen, weil du hast den Code schon gesehen, deswegen bist du beeinflusst. Ach so. Und dann haben sich andere Entwickler geholt, die durften sich das nicht angucken und haben das nachprogrammiert, also die gleichen Funktionen. Und dann am Ende war ihr tragbarer IBM-Computer kompatibel mit aller IBM-Software, dann hat IBM selber einen tragbaren Computer rausgebracht. Und der war nicht kompatibel? Der war nicht kompatibel zu all seiner Software. Bams. Das muss man mal da. Das muss man an der deswegen Stelle. Deswegen hatte Compaq den schnellsten Wachstum, der jemals in der Computerbranche zu messen war. So.
So einfach kann es gehen. Schneller als Apple zu der Zeit. Und viel größer. Oh, Legend of Kreuzburg ist noch raus. Guck mal, aber da machen wir nichts mehr nach. Nee, das komm, hau weg. Nee, kannst du rausnehmen aus dem Vertrieb. Ja, ja, meine ich ja. Da müssen wir auf jeden Fall, dass wir da eine Nachfolge entwickeln. Ist ganz wichtig bei Gelegenheit. Ja. Genau, und jetzt würde ich sagen, Quizwurf nochmal nachproduzieren. Nee, haben wir noch. Da kannst du noch einen Preis runtergeben. Habe ich gerade schon noch fertig gemacht, als ich hingeguckt habe. Ja, ich hab erzählt. Guck mal, das ist doch gut. Da geht doch nochmal ein bisschen was ab. Einen Kühlschrank verlangen die Mitarbeiter. Ja, persönliche Sachen. Also das ist also... Du musst jetzt nicht einfach was wissen. Nee, ich meine nicht persönlich, sondern also so Hintergrundwissen, was wir ja bei so Movies drin hatten, was mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ja. Das Problem ist immer so ein bisschen, dass das, ich finde, hier so ein Spiel ist, wo man sich schon ein bisschen, muss man, ja, bisschen konzentrieren weil, muss. Bei Movies war nicht so viel Zeitdruck dahinter. Genau, nee, hier machen wir uns ja eigentlich den Zeitdruck. Also man könnte auch hier... schon entspannter irgendwie spielen, indem man halt die ganze Zeit halt nur irgendwie auf der Stufe spielt. Mhm. Aber da kommst du ja zu nichts. Ja, ja, richtig. Das ist halt kein Progress. Wir müssen ein neues Spiel entwickeln. Wir müssen auch hier gerade nochmal gucken, was hier los ist. Und Zombie Sports Rugby, wollen wir das nicht einfach vom Markt nehmen und die 200.000 nochmal... Programmieren. Wollen wir dich dem Zombie Rugby vom Markt nehmen und die 200.000 nicht einfach weiterverkaufen, sondern daraus mal so ein Spiele-Package machen? Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber wir können es mal machen. Wir nehmen es mal vom Markt. Ja. Probieren wir es jetzt mal aus. So, nehmen wir erstmal vom Markt. Lass es erstmal im Lager. Ich will nur mal kurz gucken, was passiert. So, Zweitvermarktung. Und wenn wir jetzt sagen will, aber ein Budget-Spiel muss man auch nochmal selber aufnehmen. Ja, aber das ist, glaube ich, geht ja noch nicht. Und ist es ein Spielebundle? Nee, auch nicht. Nee, geht noch nicht. Ich glaube, es ist noch nicht lang genug vom Markt. Ach, du meinst, dass wir es jetzt einfach hier liegen lassen? Wir lassen es erstmal liegen. Okay, lassen wir es erstmal liegen. So, haben wir zwei Spiele, die richtig schön Geld verkaufen gekostet haben. Verkaufen sich aber auch noch. Und unsere Konsole wird immer, ich meine, wir haben bald 1 Million Einheiten verkauft. Das stimmt, das muss man mit der Erstkonsole erstmal schaffen. Das muss man mit der Erstkonsole erstmal schaffen. Was ist mit unserem Spiel? Ja, da wird ja noch dran gebastelt. Hier, der Sound bastelt da gerade noch. Und okay, und der Hype ist auch noch nicht groß genug, da hast du recht. Genau, also da können wir uns jetzt, glaube ich, ein bisschen Zeit lassen. Und obwohl, warte mal, ist das ein Kampf? Hau mal für UFO noch ein Update raus. Noch ein Update? Ja, und noch ein bisschen günstiger. Und produzieren. Ja, ist schon so günstig, wie es geht. Ach, 9 Euro? Ja. Ah, okay. Und UFO hat schon 2 gehabt. Dann für Küsse können wir einfach. Ja, okay. Einfach nur, weil wir gerade so dabei waren. Dann verkaufen wir die letzten 16.000 auch noch. So. Ja, guck mal, das geht noch. Aber da könnten wir theoretisch auch noch mal 10.000. Aber kostet natürlich dann auch wieder, ne? Nee, ist egal, lass auf. Aber dann gibt es keine Spiele mehr für die Konsole. Wie viel gibt es denn gerade? Warte, gucken wir mal. Verfügbare Spiele, 3. Und davon haben wir 2. Und wenn wir die nicht nachholen. Warum ist der andere erfolgreicher als wir mit seinen Spielen? Speed Train, was hat denn gemacht? Ein gutes Spiel mit einigen Schwächen. Der Fußballmanager, Bank. Finde ich auch gut. Immer wieder gut. Ja, eine 79. Ich weiß gar nicht, ob unsere Spiele richtig gut geworden. Das war ein Hammer. Das war. Nämlich da, guck dir das mal an und da denkst du so, hä, was passiert? 80, geil. Und das andere war auch nicht schlecht. Quizwolf. Ja. Das war ein gutes Spiel. Gute Spiele nah, muss man echt sagen. Muss man sagen. Danke dafür, Mann. Ich würde jetzt sagen, wir hauen das jetzt raus hier. Guck mal, das ist doch jetzt wurscht, ob das da noch was macht. Deswegen, Ja, also Grafik oder? Ist. Komm, raus. Ja, komm, einfach raus. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Selbst produzieren natürlich wieder. Machen wir eine Woche, das passt. Da hast du so. Lass mal günstig machen. Lass mal 22 Euro anfangen. Okay. Aber ich finde 23 schöner, weil dann verdienen wir 15. Okay. Da können wir uns... Ja, okay, ist okay. Oder? Hau raus. Wollen wir 20 machen? Na, aber dann musst du eine schwarze-weiße Verpackung machen. Schwarz-weiße Anleitung. Aber gerade bei Angriff der Meereslebewesen will ich doch sehen, okay, wie die aussehen. Ja, gut. Wir können das Poster... Nehmen wir die Aufkleber raus. Genau, Aufkleber raus. Scheiß Aufkleber. Kleben halt überall rum. So. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Das liest sich auch gut. Forschman Soft, die Wirtschaftssimulation Kampfsport. Alter, Mats. Nicht schlecht, geht los und kauft es euch, heißt es, ne? 82. Ja, da würde ich mal 50.000 produzieren von. Da war 50.000. Guck mal, wir haben hier schon über 100.000 verkauft und da war das nicht so gut. Obwohl, war auch so gut. Ich würde 100.000 machen. Na gut. Ich würde sogar 120.000 machen. Alter. Müssen wir uns nicht drum kümmern. So. Was jetzt sehr interessant wird, ist... Erstmal Aufträge würde ich erstmal abarbeiten, dass wir ein bisschen... Und aber halt, wir haben ja noch eine Pressmaschine übrig. Ne? Wir wollen nämlich UFO nachproduzieren, nochmal 20.000. Wir könnten bei beide nochmal 20.000 oder 25.000 nachproduzieren, würde ich ja fast behaupten. Also nicht 120.000, aber... Dann sind wir bei Quizwolf nämlich sicher, weil das verkauft sich doch auch noch ganz okay. Ja, richtig. Und Spiel produzieren, dann machen wir hier auch nochmal 25.000. Ja. So, wir sind mal gespannt, was Angriff der Meereslebewesen so bringt. Da wird auch immer noch Werbung für gemacht. Und dann sollten wir dringend ein neues Spiel entwickeln. Und dann sollten wir ein neues Spiel anpacken. Und da können wir gleich mal gucken, wie wir hier so aufgestellt sind. Alter, guck mal.
Ja, siehste. Da, also das ist ja... Das ist doch nicht schlecht. Das ist richtig gut. Fast 50, fast, also die Erstlieferungsmenge fast ausverkauft, könnte man sagen. So, waren da schon alle Aufträge? Das ist ja hervorragend. Dann gucken wir mal ganz kurz mal hier rein. Ja. Sowas. Wir müssen noch eine Woche warten, guck mal. Ja, okay, mach eine Woche warten. Eine Woche warten. Kannst du ein Engine updaten in der Zeit? Ne, die sind, glaube ich. Ach so, ne, stimmt. Wir haben ja. Wir haben noch ganz viele Engines. Moment, da können wir gerade nochmal gucken. Features. Hier gibt es Konsolenforschung. Mach einfach alles. Handheld? Ja, wir machen alles. Aber wollen wir nicht die 1,5 Millionen lieber fürs neue Büro sparen? Die kriegen wir viel schneller wieder rein, ja, als du gucken kannst. In Handheld können wir theoretisch auch noch. Wenn jetzt noch die Engine update ist. Ja, ach, ich sage ja Engine updaten, Engine. Die denkt doch. Ja. Auf was bringen wir die jetzt? Ist schon eine Kostennummer 55. Ja, Musik in 8-Bit ist nicht verkehrt. Genau. Denk doch fest. Plus. Wegen fest. Sound. Ja, okay, stimmt. Verstehst du? So, auch hier. Was haben wir gemacht? 15, nee, mach 20. 20 ist gut. Und dann aber 10.000. Ja, auf jeden Fall. Das wird schon. Vielleicht ist es zu teuer, vielleicht aber auch zu günstig. Ist egal, wir haben dann die Engine für uns selbst. So, Engine updaten. Die heißen jetzt alle so, weil das, ja, klar, ist jetzt ist logisch. Ist jetzt mit neuem Sound, ist doch klar. Ist mit neuem Sound. Und fortgeschrittener KI. Sehr gut. Hä? Ist egal. 10.000 Ocken, sag ich mal. 21. Einfach, weil es so schön, ja, sich rechnen lässt. Okay, cool. Da bin ich ja begeistert. So, hä? Ich habe gerade... Was denn? Die Hellraiser-Trilogie, ja, tatsächlich jetzt hier abgeschlossen, weil Basti hat mir ja diese Uncut-Version ausgeliehen. Ja. Und nachdem ich der erste so positiv... Angriff der Meeresliebewesen sollten wir dringend nachproduzieren. Oh ja, dringend. Oh, wir könnten ja sogar ins Plus gehen. Und ey, das andere auch. Moment, das war das Falsche, oder? Angriff der Meeresliebewesen, was machen wir da? Ich mach da 100.000. Ja, und das andere nochmal, würde ich auch nochmal 50.000, dann brauchen wir uns nicht drum kümmern. UFO? Ja. UFO 5000? 50? Okay, na gut. Genau, hatte mir Basti ja ausgeliehen und nachdem mir der erste Teil tatsächlich sehr gefallen hat, weil der immer noch sehr gut guckbar war, auch wenn er ein bisschen in einigen Bereichen... Er sieht so ein bisschen Fernsehfilm-esk, genau, aus. Man merkt so ein bisschen, dass die da nicht so das Geld hatten, der gute Cliff. Aber der hat mir trotzdem immer noch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich den zweiten gesehen und der zweite war so ein, noch kein kompletter Trainwreck, aber es war schon so, dass man dachte, sie wollten und sie hatten auch ein bisschen mehr Geld. Und da wir haben übrigens Eroberung und immer noch Kampfsport, also nur falls wir neu spielen. Okay, ja, das sollten wir vielleicht erstmal machen, bevor wir jetzt hier drumherum reden. Nee, ich finde es ja sehr interessant, was du zu erzählen hast, aber ich habe Angst um unser Spielstand, weil Angriff der Meeresliebewesen hat so einen steilen Anstieg an Verkäufen, das ist crazy. Wir haben in der Woche 71.000 Stück verkauft und wir sollten noch mehr produzieren. Moment, ich will mal ganz kurz was gucken. Haben wir denn Leute, die besonders gut im Kampfspiel sind? Kampfsport haben wir gar keinen, der gut ist. Dann sollen wir auch kein Kampfsportspiel entwickeln, oder? Naja, doch, also weil es ja gerade Trend ist. Es gibt ja einen Plus, aber vielleicht wollen wir jemanden einkaufen, der ein bisschen was drauf hat. Ich glaube nicht, dass wir jemanden kriegen. Tja. Also den sollten wir auf jeden Fall einstellen. Der hier. Ja, aber... Na, es wäre mal eine interessante Theorie. Aber ich würde trotzdem hier ihn auf jeden Fall mit einstellen, ja, wollen, weil, ja, der ist an sich geil, also menschlich gesehen. Du bist menschlich geil. Und ich meine, Warren Spector muss man eigentlich, ja, allein für... Also ich bitte dich. Die kommen alle aus unserem Haus. Die Frage ist nur, wie kommen alle aus unserem Haus? Hab, ja, alle coolen Leute, meine ich. Ach so, ich dachte gerade, die haben... Nein, ich habe aus der Zukunft gesprochen. Das Problem ist jetzt nur, dass wir jetzt noch einen zusätzlich eingestellt haben. Du musst dringend für Angriff der Meeresliebewesen nachproduzieren. Ja, erstmal ist ja alles Pause. Ach so, ja. Weil wir müssen jetzt... Irgendjemanden müssen wir jetzt, glaube ich, entlassen, weil wir sonst zu voll sind. Weil mir war doch irgendein Nupsi dabei... Nee, das kannst du nicht machen. Naja, den, aber... Da hast du doch richtig Geld reingesteckt, um den auszubilden. Ja, wir haben keinen Platz, wo wir den hinsetzen sollen. Also den könnte man... Nö. Aber wir haben doch... Warte mal, hier gibt es doch irgendeinen. Wir haben da irgendeinen Nupsi eingestellt, der einfach doof ist. Guck mal hier. Uwe. Was ist das denn schon allein für ein Name? Mit dem V. Ja, okay. Hau. Entlass den Uwe. Uwe, tut mir leid. Aber Programmierung. Den hast du extra hochgepusht. Ja, und da kann er sich jetzt irgendwo anders bewerben. Das ist ein Fehler. Mach das nicht. Na gut. Weißt du, was, ich stehe immer hinter deiner Entscheidung. Was man ja auch machen kann, sehe ich gerade, ist natürlich auch so. Dann könnte man zum Beispiel hier sagen, das hier ist der Guse. Ja. Und der Guse, der ist in der Büroarbeit nicht so gut. Das ist total unrealistisch. Also das ist eigentlich genau das Gegenteil. Das stimmt. Egal, jetzt heißt er halt Guse. Da könnte man auch noch Leute theoretisch bilden. Also Leute aus dem, könnten wir vielleicht für die nächste Session, wenn wir dann noch eine große vorhaben, uns mal merken, dass wir vielleicht Leute aus der Community hier arbeiten lassen. Ja. Für viel zu wenig Geld. In, ja, einem kalten,
250.000? Alter, das ist ein bisschen viel. No, weil das wird wahrscheinlich gleich absacken. Naja, aber wir können ja noch ein Update machen. Ja, und den Preis können wir auch noch runtergehen. Ja, aber wir sind jetzt gleich im positiven Bereich mit Angriff der Meeressiebe gewesen, was ich sehr gut finde. Also finanziell gesehen. Ja, also wir müssen ein Spiel entwickeln übrigens. Ja. Okay, wir haben niemanden... Lass mal gucken, was wir für Entwickler hier drin sind. Das ist eine gute Idee, Wo sind die denn besonders stark? Können wir das danach sortieren? Nee. Jump and Run, das ist einfach alles bunt gemischt. Ja, also wirklich alles. Vielleicht haben wir in anderen Büros welche sitzen, die auch Stärken in bestimmten Bereichen haben. Oh Gott, das kriegen wir nie sortiert. Doch, das kriegen wir sortiert. Kann man das nicht hier so machen? Übersicht? Guck mal. Ja. Wir haben auf jeden Fall Leute, die in der Simulation gut sind. Und das ist in Ordnung. Also eine Simulation, eine Eroberungssimulation könnte man beispielsweise machen. Aber wir haben viele, die in dem Bereich hier gut sind, in Arcade. Okay, ja. Lass uns doch die Arcade-Leute zusammenstecken. Wir haben mindestens, ja, das stimmt. Eigentlich hast du recht. Lass uns alle Arcade-Leute reinpacken. Also den und den und den. Ja. Das finde ich interessant. Bin mal gespannt, ob wir da so einen Mördertitel jetzt raushauen. Weil die sind ja alle auch von den Wertungen nicht schlecht, ne? Genau. Ist ja die Frage, ob wir da noch einen nehmen sollen für den... Ich glaube, so ein großes Büro haben wir gar nicht, wo die alle arbeiten können. Nee, aber wir haben doch jetzt eine. Da passen 6 Leute rein. Du musst jetzt nicht so viele auswählen, aber... Ja, der ist auch nicht gut. Ich habe nur die genommen, die gut sind, ne? Ja. Oder? Aber wie viel hast du denn jetzt ausgewählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ja. Die letzten 2 können wir einfach wieder... Ich würde den oberen rausnehmen, ganz oben, weil der war noch gut im Text. Und Text brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht für den... Ja, aber guck mal, das ist ein 100er und andererseits... Ist egal, mach. Nee, ich würde eher den untersten wegschmeißen. Was hatte der für Spezialfähigkeiten? Parallax Scrolling. Ich glaube, das ist nicht mehr so interessant. Okay, alles klar. Dann nehmen wir halt so die. So, jetzt nehme ich die mal. Das sind die hier. Die selektiere ich, ist ja gerade gepaust. So, und dann... Guck mal, die sind... Wo, hä? Die waren alle woanders erzählt. Aber warum? Die waren vielleicht in den Lernen oder in denen oder da, weiß ich. Die waren hier, da sind alle hier drin, oder? Ach, in ja, den Konsolendingern auch. Sitzt keiner mehr. Nee, das glaube ich nicht. Also hier fehlen jetzt 3 und dann ist wahrscheinlich, hier aus dem Ding ist wahrscheinlich einer rausgegangen. Und ist egal, setz die doch einfach an die anderen Plätze. Ja, genau. So. Obwohl wir sollten, guck mal, hier ist jetzt keiner, doch er ist noch hier. Musik und Sound, okay, dann ist das egal. So, dann nehmen wir mal die alle, packen die gerade mal erstmal hier hin. Dann nehmen wir die. Also 1, 2, 3. Das reicht, wenn wir die in die Räume setzen. Ja. 4, 5, 6. So, und dann haben wir jetzt... Wollen wir da auch nochmal gucken, dass wir die Büros auch mit Leuten bestücken, die ähnliche Qualifikationen haben? Ja, ich weiß, es ist ja nur für ein Spiel und ich würde jetzt ungern für jedes Spiel anfangen, die Leute immer so zu sortieren. Nee, aber wenn wir wissen, die sind gut in Arcade, dann könnte man sagen, wir entwickeln jetzt erstmal ein paar Arcade-Spiele. Ja, richtig. Sag ich mal. Einfach mal ganz grob gesagt, ne? Ja. Oh, und der ist gut. Ja, ist auch so ein 1000-Sasser. In Grafik. Ach, guck, der war im Grafikbereich. Hier haben wir noch keine mehr in der Konsolenentwicklung. Naja, aber wir haben auch gerade keine Konsole, die wir entwickeln wollen. Okay. Wann machen wir die nächste Konsole denn eigentlich? 90? Naja, 91? Es ist ja, wir sehen ja so ungefähr, wie hier der Stern ist. Das ist das Interesse. Und ich sage, wenn das Interesse so hier in dem unteren Bereich ist. Und wenn man merkt, die Verkäufe, aber ich meine, jetzt sind wir bei über 1 Million und 0,63% ist ja schon nicht schlecht. Also da würde ich schon noch ein bisschen warten. Ja, wir müssen dringend Spiele hinterher haben, weil sonst hast du immer... Hier war das wichtig, okay. Ja, komm, dann wo fehlt jetzt noch einer? Da. Dann hauen wir den jetzt hier mit rein. So, und hier machen wir jetzt also ein Arcade-Spiel. Ja. Das erste, was wir gucken, ist, ob die Engine, die wir dafür brauchen, die wir nicht haben, dann entwickeln wir wohl mal eine Engine. Ja, und die ist doch super dann, wenn die extra dafür gemacht ist. Oh, boah. Wie nennen sie? Die Floppenstedt 7K. Okay, ist das ein Insider, den ich nicht kenne? Nö, den hab ich mir gerade ausgedacht. Okay. Floppenstedt finde ich erinnert mich so ein bisschen an Loriot. Ja, stimmt. Und warum nicht? Warte, waren Schuhe. So. Was hast du jetzt gemacht? Arcade. Ach, ja, wäre schon nicht verkehrt, ne? Ist so, 10.000 ist doch gut. Ja, das so. Floppenstedt 7K klingt hervorragend. Das ist doch, wenn auf der Packung stehen würde, und entwickelt mit der Floppenstedt 7K. Und Angriff der Meeressiebewesen, wollen wir da schon mal ein Update angehen oder ein Sprachupdate? Ich glaube, da waren wir schon ganz...
Obwohl, da können wir, weil das ist ja ein Zeller, ne? Ja, also das ist ein Zeller. Der und dann wird zwar wieder mehr Geld kosten, als er uns einbringt, aber damit pushen wir unseren Ruf und unsere... Gibt es direkt auch mal noch ein Update hinterher. Und ich würde sagen, nicht runtergehen. Noch nicht? Einmal. Oder wie viel ist er denn? 20, ne? Jetzt so, frag mich im Detail, kann ich dir jetzt auch noch nicht so... Ne? Ich finde gut, dass UFO sich echt verkauft. Ne? Wir verkaufen immer mehr Konsole und dadurch verkaufen sich die alten Spiele auch immer. Naja, das ist, wenn du nur 4 Spiele hast, die du kaufen kannst, dann zwangsläufig legst du eins, weißt du, das ist ja wie bei der Switch gewesen. Wir müssen nachproduzieren. Von was? Von UFO? Angriff der Meereslebewesen, weil wir verkaufen mehr, als wir haben auf dem Lager. So, ja, dann das Spiel produzieren. Angriff der Meereslebewesen, ich sage, wir schmeißen nochmal 250.000 auf. Ja, mach das. Weil wir gehen noch mit dem Preis runter und alles. Also. Hellraiser 2 war nicht so toll, weil auch da die Ambitionen, guck mal, im Plus, viel höher waren als das, was wir irgendwie leisten konnten. Und dann dachte ich, naja, im dritten Teil werden sie es bestimmt wieder rumgerissen haben. Und meine Fresse, ist das schlecht gewesen. Weil man denkt so am Anfang, okay, die machen wieder so dieses düstere Hellraiser-Ding. Also da geht es um Höllenviecher, die aus so einem Würfelportal quasi reingeholt werden können. Und UFO muss nachproduziert werden. Und Pinhead und sowas. Und das Schlimme ist dabei, dass sie im dritten Teil gesagt haben, ja komm, es ist eigentlich so eine dumme Idee. Da machen wir jetzt mal so richtig Blödsinn mit. Und seine Minions, die sich Pinhead da organisiert, sind, ich sag mal, das ist schon was. Das ist was, ja. Ein Typ, der umgebracht wird von seinem CD, also in der Disco macht er sein Blutbad. Und daraus bastelt er sich dann quasi ein, ja, was ist das? Ein laufender Roboter-DJ-Dings da. Wir können nur B-Plus mit unserer Konsole machen. Ach ja, aber dann ist unser Engine ja auch schon wieder blöd. Ja, aber da können wir ja aussuchen, was wir für das Spiel brauchen. Also, wir haben auf jeden Fall die Floppenstadt 7K. Also, was wir machen. Das Hauptgenre ist natürlich jetzt ein Arcade. Mhm. Und dann können wir als Unterthema, ist ja Kampfsport. Egal. Richtig, Kampfsport sollten wir machen. So, da schießt es ja auch in den Kommentaren. Ist egal, Hauptsache der erste funktioniert. Dann ist es Eroberung, finde ich nicht schlecht. Ja. Wäre auch gut. Unterthema, was sagst du? Erotik. Erotik? Ja, auch mit E. Wir suchen Karat. Was? Auch mit E? So entwickelst du deine Spiele? Wieso? Landwirtschaft finde ich gut. Ja, okay, Landwirtschaft. Obwohl gerade halt... So, jetzt erklär mir mal bitte, was ist das für ein Spiel? Anders, ich kann es nicht veröffentlichen. Also wir brauchen jetzt einen Namen und dann musst du mir erklären, was du ist. Du musst halt arcadisch durch die Landschaft hüpfen, um die zu erobern, um die dann danach zu bewirtschaften. Und wo ist da das Kampfsportspiel? Na, du kämpfst halt immer gegen die Bauern, die das Land besitzen. Ah, das heißt, du enteignest die Bauern? Ja. Das heißt... Das ist Middle Age? Wir sind immer noch so Dings. Ja, nee, ich wollte eigentlich irgendwie sowas wie Medieval... Kartoffelwar oder sowas. Also, Medieval oder Kartoffelwar? Ackerwar? Ackerwar? Ja, finde ich gut. Ackerwar? Ist doch nicht schlecht. Ja. Ackerwar. Ja. Aber das ist FES. Also, nee, wollten wir das nicht für alle rausbringen? Ist egal. Obwohl, lass uns das exklusiv machen. Wir haben genug Geld, um das exklusiv zu machen. Ackerwar FES. Okay, so Zielgruppe. Teenager. Wir haben auch noch kein Arcade-Spiel rausgehauen, deswegen ist das jetzt so ein bisschen... Oder alle Altersgruppen, ne? Aber das ist immer ein Problem bezüglich Geld, ne? Nee, ich glaube, das hat dann auch wieder Auswirkungen auf die Wertung. Okay, Teenage. Ja, Ackerwar klingt nach Teenage. Okay. Lizenz, wie gesagt, da könnte man, dass wir hier ging um diese Zahlen, die Spielanzahl, heißt, wenn wir uns diese Lizenz kaufen würden, hätten wir die Möglichkeit, 4 Spiele damit zu bauen. Aber wir können natürlich auch so eine Lizenz kaufen, ein Spiel entwickeln. Die hat oder Harry Potter in the Chamber of... Nee, aber Ackerwar würde ich... Also, oder spielst du dann als Harry Potter? Nee, das ist blöd. Lass uns keine Lizenz machen. Lass uns einfach parallel ein Lizenzspiel entwickeln. Das ist jetzt erstmal unser... Okay. So, das heißt... Forsch. Komm, exklusiv dafür. Okay. Ich sag, man könnte jetzt richtig abräumen. Aber andererseits haben wir das Risiko jetzt hier. Nee, wir wollen aber die Konsole pushen. Ja, ist ja richtig. Wir haben echt noch kein Arcade-Spiel. Naja, deswegen ist das super. Lass uns das einfach selber machen. Okay, was hast du? Gameplay würde ich ein Stück nach links gehen. Ja. Spiellänge würde ich vielleicht so lassen. Funktion würde ich... Nee, auch mal mehr Atmosphäre, oder? Ja. Weniger Spieltiefe und sehr viel mehr Casual, oder? So? Ja, erstmal so. Nur gucken, ob ein neuer Kopierschutz vorhanden ist. Richtig. Wir wollen ja nicht, dass uns jemand hier den Acker... Ja. Guck mal, wir können auch... Das machen wir doch. Das ist egal.
Dann können wir hier das erstmal machen. So, dann nehmen wir den 100%, ey. Ah, komm, das ist ja eher so ein Ding, was in Deutschland gut funktioniert. Japan, ist in Japan also natürlich auch wieder. Ja. Aber könnte auch in Korea ja, kommen. Okay. So, wir haben immer noch ein bisschen Probleme mit irgendwas. Weiß ich nicht, ne? Technik und Gameplay, oder? So, machen wir ja, so. So ist gut. Nee, lass die Grafik so. Und Sound sollte so. Okay, gut. So, wir haben eins zu viel. Was ist denn egal? Steuerung mit der Maus ist schon aber egal, wichtig. Wir haben Scrolling. Umgekehrt. Ja. Ist doch eigentlich. Nee, aber das ist ja. Maus das ist raus, weil wir eine Konsole haben. Richtig, dann kommen wir noch aus, dann war es da schon. Reicht schon. Ja, perfekt. Okay, cool. Dann. Marketing dafür. Ja, Moment. Erstmal. Einmal alles. Genau. Einmal bitte alles. Wir müssen auch mal hier. Das geht so nicht, dass die Leute da nur rumsitzen und den ganzen Tag überlegen. Wenn sie mal anrufen. Ja, wir müssen auf jeden Fall Marketing machen. Wir müssen auf jeden Fall auch noch eine Fankampagne starten. Ja. Sounds verbessern. Weil wir haben 80.000 Fans und das ist wirklich super. So, dann können wir hier schon mal Marketing starten, dass die Leute schon mal sagen, oh, da kommt was, nämlich Acker Wars. Mach mal Radio. Obwohl, das hat eigentlich gut funktioniert mit den Zeitschriften. Ja, das wird auf eine 50 kommen. 50er Hype ist, glaube ich, nicht verkehrt. So, so Fankampagne. Was wollen wir denn mal machen? Mach mal Highscore-Meisterschaft. 50.000 und laufen lassen? Ja. So. Und hier, wir können die noch was lernen bei uns, die Leute? Ich hoffe doch. Wir haben noch so viel breit gefächertes Wissen. Game Design wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ansonsten Grafik wäre auch nicht verkehrt. Ja. Ja, komm, wenn Grafik geht, sollen sie mal ein bisschen Grafiken. Entschuldigung. Ja. Was haben wir denn hier? Sitzt noch einer ganz alleine. Was wollten wir dem aufbürgen? Büroarbeit? Nee, Programmierung? Warum ist der hier? Ist egal, mach einfach irgendwas. Außer Programmieren. Wo den könnte man bestimmt auch noch mit reinsetzen. Warte mal, geht das? Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt mal diesen Tisch. Ja, guck, dann können die sich das hier ein bisschen gemütlich machen. Du bist sehr clever. Ja, sehe ich gar nicht so aus. Ja. Ist aber so. Okay, vielleicht können wir auch hier ein UFO nachproduzieren. Oh ja, stimmt. UFO-Spiel produzieren, UFO. Also dafür, dass wir kein Geld damit einnehmen, verkauft sich das ziemlich gut. 50, guck mal, wir sind wieder 10 Millionen gestiegen innerhalb dieser Folge. Ich sagte, außerdem, glaube ich, sind wir jetzt auch schon fast durch. Ja, ich weiß. Es ist sehr schade, aber wir warten noch Acker Wars ab, was die Wertungen sagen. Ja, da können wir mal gucken, das ist nicht verkehrt. Das und ich sag mal, Angriff der Meereslebewesen könnte jetzt, kommt ja gleich nochmal ein Sprachupdate, ne? Dann können wir den Preis noch ein Stück runtergehen. Und, 70.000 immer und noch, lassen wer kauft Quiz, das denn lassen alles? Mal Quiz wohl vom, obwohl, lassen wir es noch laufen, bis es leer ist? Ja, aber ich würde sagen, wenn kacke offene Bestellungen nicht aus. Ja, außerdem, wenn es unter 1.000 ist, dann können wir es rausnehmen. Okay. Das ist mal ein gutes Ziel. Und wenn wir sagen, unter 1.000 nehmen wir es raus. So, oh ja, das war auch hervorragender Abschluss. Galaxy Taxi, was für ein Blödsinn. Quizwolf war hervorragende Grafik. Hab ich doch gesagt? Jawoll! Schön. Nur besser Soundtrack. Ach toll, das ist ein tolles Ende für diese Folge. Oder? Hervorragend. Ja, aber dann eigentlich finde ich habe gerade gesagt, dass wir das andere noch mitnehmen. Ja, aber eben. Nee, das machen wir noch. Die besten Sachen sind immer, wenn die Leute sehen. Wir müssen dringend Angriff der Meereslebewesen nachproduzieren. Was, schon wieder? Ja. Ach so. Das steigt ja jetzt immer natürlich nochmal. Angriff der Meereslebewesen. Was meinst du? 100.000. 100.000? Und, okay. Und eigentlich mehr hätten wir machen müssen. Ja, sag ich doch. Was ist denn da los auf einmal? Naja, was heißt auf einmal? Eins, guck mal hier, 100.000 in der Woche. Das ist nicht schlecht. Ja. Das ist also gutes Niveau für 1987. Deswegen haben wir auch so viel Geld, weil die Konsole auf einmal Geld einspielt. Ja, sicher, weil wenn du mal guckst, hier eigene Konsolen, ob das Ding schon gewinnt, hat schon 6 Millionen deswegen, Gewinn gemacht. Das ist super. Also wir sollten vielleicht echt ein Handheld entwickeln. Ja. Vielleicht sollten wir das jetzt auf einmal. Naja, ich meine, sobald ich Geld sehe, weißt du, wie ich bin. Da vergesse ich alles, was ich vorher gesagt habe. Angriff der Meeressee gewesen. Das ist War ein guter Tipp. Danke für diesen wunderbaren Namen. Guter Tipp. Bugs entfernen hier für Ackerwurst. Also das will ich noch fertig machen, dass wir dazu müssen noch die Wertung haben. Ja. Und vielleicht schon mal die Konsolenentwicklung anschmeißen. Nee, da wird noch geforscht, weil wir haben in dem Bereich noch gar nicht so wirklich geforscht. Gut. Ja, stimmt, wir müssen. Die werden aber gerade erforscht. Deswegen. Hier sitzen halt auch Leute rum, die nichts zu tun haben, weil es nichts mehr gibt. Vielleicht sollen wir die einfach feuern. Nein. Musik und Sound so gut. Ich meine, wir können hier, guck mal, diese zwei Sachen können wir theoretisch. Für einen Entwickler, wir können ein neues Entwicklerstudio reinmachen, wo wir parallel noch was entwickeln. Ja. Okay. Entweder so, dann brauchen wir gar nicht umziehen. Gerade nicht, nee. Fixen wir. Ich würde dies aber nochmal da lassen. Dass wir denn, entweder, also was können wir denn da noch hinpacken? Was haben wir denn noch? Was brauchen wir denn noch? Irgendwann wird es, glaube ich, wichtig, Marketing nochmal parallel zu machen oder noch ein Chefbüro. Gibt es sowas? Zwei Chefbüros? Klar, wir sind auch zu zweit. Okay, aber wir machen ja gerade gar nichts damit.
Nee, der doch, der unterstützt immer die Arbeit hier. Dann geht das hier nämlich schneller um 34 Komma. Den könnte man übrigens auch mal auspeitschen, hätte ich fast gesagt. Den könnte man mal hier verbessern. Mhm. Büroarbeit. Gibt es denn vielleicht jemanden, der gerade im Büroarbeit super ist? Komm, dann züchten wir uns hier noch jemanden. Oder warte mal, Moment, bevor wir das machen. Wir haben noch hier Leute sitzen, die nichts zu tun haben. Ja. Wie sehen die denn mit Büroarbeit aus? Die sind alle gar nicht so gut. Geschwindigkeit, Büroarbeit 16. Aber Eiswille ist natürlich. Oh. Ja, aber guck mal. Jawohl. Das ist hervorragend. Aber guck mal, wenn wir den jetzt hier reinsetzen und sagen, du wirst jetzt richtig geil, Chef, irgendwann. Ja, ja, sehr gut. Und dann machen wir ein zweites Büro und die unterstützt die Soundbereich. Ja. Lass mal UFO FES nochmal vom Preis runtergehen. Sind die nicht schon komplett unten? Das weiß ich nicht. Doch. Ah, okay. Die sind schon komplett. Ja, hast recht. Dann lass uns einfach auslaufen. Alter, das ist ja hervorragend. Angriff der Meere ist sie bewiesen. Ja. Das haben wir sehr gut gemacht. Wir brauchen noch unbedingt neue Stückzahl dafür. Alter, das ist ja nicht wahr, ne? Na doch, doch. Komm. Ja, komm. Komm. Okay. Ich sag's ja nur. Ja, und da können wir auch noch einen Preis runtergehen. Und wir haben noch ein Update, können wir auch noch raushauen. Ja. Haben wir es zwar schon eins, aber... Eins, ja. Eins ist ja keins, sagt man ja. Das hat ja seinen Grund, warum man das haust jetzt raus. Was? Das Update. Wie? Ach ja, jetzt noch eben ein Update? Okay, na gut. Ja, ey, wenn wir jetzt schon... Dann gehen wir mit dem Preis runter. Ja. Obwohl, ist totaler Quatsch, jetzt mit dem Preis runterzugehen. Ja, stimmt. Obwohl, wir warten, vielleicht bricht es gleich ein. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, das ist nicht so schön, aber... Ja, bricht nicht ein. Wir können eigentlich direkt nochmal nachproduzieren. Achso, wird gerade, ne? Ja, 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 alles gut. Aber wenn wir bei 70.000 bleiben und mit dem Preis nochmal runtergehen, da kommen wir über 100.000. Wer kauft das denn? Alle, die Konsole haben. Ist ja ein bisschen absurd. Ich habe da kein Problem, aber das ist doch absurd. Bist du dir sicher, dass wir noch warten in der Folge, bis das Spiel fertig ist? Wollen wir das veröffentlichen? 30% Gewinnanteil? Ja, komm, mach. Dann machen wir das eben noch. Jetzt sind wir schon mal 40 Minuten. Nee, komm, dann können wir. Ja, dann machen wir das hier in der Zwischenzeit fix. Das würde ich aber gerne erst in drei. Nee, dass wir noch. Vier Wochen, dass wir Wochen, da so. Noch ein Sprachupdate. Pardon. Müssen wir schon. Nicht so viel. Ja, aber verdienen nur $1. Ja. Ich sag. Für was ist denn das überhaupt rausgekommen? Ist doch egal. Naja, wäre ja schon schön, wenn das für. Na, guck mal, das ist schon ein gutes Spiel. Ja, sehr gutes Spiel. Ist das zufälligerweise für uns rausgekommen? Also nicht, dass ich das jetzt. Guck mal, es gibt schon 4 Spiele. Mehrere. Alter, das ist könnte Millionenzeller werden nur. Das ist ein Millionenzeller jetzt schon. Naja, nee. Naja. Also. Gefühlt. So, guck mal, weil wir können, ich mach mal kurz ein Sprachupdate für, ach, können wir gar nicht? Doch, für Tower. Wieso? Weil, Japanisch und Spanisch? Ja, warum nicht, ne? Ja. Weil da können wir auch gleich noch ein Update dann hinterher. Was das, achso, wir haben das letzte Mal da ganz schön drauf gezahlt, ne? Mhm. Finde ich aber nicht so schlimm. Was sehen wir da? 100.000. 100.000, gucken wir, ob es gut läuft. Wir können aber ein bisschen Werbung dafür machen. Ja, auf jeden Fall. Obwohl, nee, geht nicht. Oh, warte mal, wir können, was wir echt mal machen könnten... Hier nichts mehr zu tun? Konsolenforschung? Doch. Da. Dann können wir das hier eigentlich mal gerade sprengen. Was wir nämlich nochmal machen können, ist ein zweites Marketing tatsächlich dann einfach zu basteln. Moment. Ja, da haben sie uns wieder reingelegt. So, das kommt, das machen wir schon noch und dann. Ja. So. Es tut mir sehr leid für alle, die jetzt denken, oh, schön, das geht 80 Minuten die Folge, aber leider. Haben wir einen strikten Zeitplan. Wir haben ja auch ganz, ganz viel zu tun heute. So, was war denn hier? Wir haben, was brauchen wir hier? Büroarbeit im Marketingbereich. Ich würde jetzt ungern jetzt irgendwie da Entwickler reinsetzen, deswegen machen wir mal. Ach, guck mal, hier ist doch perfekt. Ach nee, das sind ja auch Leute, die bei uns arbeiten, nicht wahr? Jetzt willst du Leute einstellen, obwohl du vorhin 2 gefeuert hast. Ja, habe ich ja auch. Warum? Mit Recht. Hm. Erstellen. Zack. Warte mal, nee, Moment. Du wirst selektiert. Und wirst hier reingesetzt. Mhm. Weil hier wird gerade erfolgreich Büroarbeit gelernt. Sie. So, und hier können wir jetzt die Marketingkampagne starten für Tower. Und da würde ich sagen, da stecken wir mal ein bisschen 15.000 so mal rein. Ist auch gut. So, dann gebe ich jetzt noch ein bisschen Gas, dass wir hier mal ein bisschen Butter bei die Fische machen. Quizwolf ist raus. Naja, gut. Der Handel wollte es nicht mehr. Ist doch okay. Dann müssen wir uns nicht darum kümmern. So, jetzt das Update ist raus. Wollen wir hier im Angriff der Meeresdivision den Preis mal ein bisschen senken? Ja. Boah, ich verkaufe dich noch voll gut. Ja, eigentlich. Lass es einfach so. Das ist so, naja, wohl, wenn es unter die 50.000 verkauften Einheiten. Okay, dann machen wir es so. So. Guck mal, das sieht doch ganz gut aus. Dann würde ich jetzt auch nicht mehr den Sound abwarten. Weil der ist ja gut. Der Sound ist doch gut. Ja. Und Grafik. Sieht alles sehr gut aus, ehrlich gesagt. Obwohl, vielleicht sollte man doch noch ein kleines bisschen warten, bis zumindest das hier durch ist.
Ja, gut, okay. Dann warten wir mal ganz kurz ab, wie sehr. Wir warten und warten. Ja, Tower muss uns noch eben in die Kacke reißen. Ich will hier eine Wertung sehen. Wenn man Leuten, Basti, wenn man Leuten was verspricht, gerade als Spieleentwickler. Ja, du hast recht. Wenn unser Ruf erstmal im Eimer ist. Das stimmt. Hier, 100.000 Fans können nicht irren. Wenn wir anfangen, die jetzt zu belügen. Alter, Angriff der Meereslebewesen. Wieso ist da nicht nachproduziert worden? Also ist, aber ist schon wieder alles durchgekommen. Das ist ein bisschen zu viel, weil wir haben so viele Leute. Doch, guck mal. Ja, das ist perfekt. Wollen wir UVFS einfach vom Markt nehmen jetzt, sodass es das nicht mehr gibt? Einfach mal so vom Markt nehmen. So. Um uns einfach auch nicht selber Konkurrenz zu machen, die sollen die anderen Spiele kaufen. Richtig, gibt nur noch das eine. Und Tower und gleich ja noch Acker Wars. Och, guck mal, Tower ist solide gestartet, aber da hatten wir selber schon Besseres. Wir können bei, achso, unter 50.000 wollten wir dann gehen. Alter, das spült so viel Kohle rein. Aber unsere Konsole hat schon 1% Marktanteil. Das ist gar nicht wenn verkehrt. Das so weitergeht, sind es bald 2. Danke, nur so, Mats. Nur so vom Gefühl. Guck mal, wenn wir hier bei 1.000 sind. Ja, das kann ein bisschen dauern. Das dauert halt so lange. Nee, komm, wir hauen das jetzt raus. Es ist ja, wahrscheinlich wird sowieso nicht gut. Ich sag's dir, ich glaube nicht, dass gut wird. Wieso nicht? Ich sag's dir, warum. Wir veröffentlichen das jetzt. Wir wollen das ja selber veröffentlichen. Okay, wir können es ja selber. So 2 Wochen. Ja, wir wollten ja auch nur die Wertung abwarten. Wach auf 3, 2, was hatten wir vorhin gesagt? Wie viel? Na, vorhin waren wir auf 23 oder so ein Blödsinn. Es war gut, dass wir so weit runtergestartet sind. 22, genau. Ist doch super. Kein Aufkleber. Nee. Könnt ihr vergessen. So. Ja, naja. Aber das ist Einstellungssache, glaube ich, ja da, ne? Ich meine, ich hätte jetzt ehrlich gesagt eher mit so einem 50er, 60er Titel gerechnet. Na, aber guck mal. Nicht schlecht. Also, nicht schlecht. Okay. Danke, Leute. Acker Wars. Die Steuerung ist sehr gut. Ja, wir werden mal sehen, wie es sich verkauft in der nächsten Folge. Wie sieht das überhaupt aus? Ja. Acker Wars. Wo ist denn da der Acker? Die Wars sehe ich. Ja, ist egal. Wir hören uns in der nächsten Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüss.